Was tust du denn da? Oh nein, ich muss wieder verpixeln, oder? Was hat denn der ver... Was ist denn das zur Hölle? Ich kann es euch, wie gesagt, leider nicht zeigen, aber... Hallo meine lieben Gnus und willkommen zu einem neuen Video und heute wieder mal mit einem Spiel von Robert Young. Den kennt ihr ja sicherlich alle, weil ich schon öfter mal Spiele von ihm gespielt habe. Unten findet ihr noch die anderen Videos, die ich mal gespielt habe. Und wir spielen heute die Teestube, auf Englisch The Tea Room. Und ich bin gespannt, worum es sich diesmal handelt. Es ist wahrscheinlich wieder ein sehr, sehr gestörtes Game, aber egal, darauf stehe ich ja und dann fangen wir mal an. Okay, der Ton ist wichtig. Schau dich um. Klick. Und Drag, okay, wo bin ich? Igitt, das sieht ja wirklich out of order. Okay, kann ich da nicht irgendwie was tun? Okay, nein, also gut. Dann gehen wir hier einfach mal raus. Das ist ja widerlich. Okay. So, dann fangen wir mal an und hauen uns erstmal die Tür in die Fresse. Und dann geht's los. Hier sind doch überall immer. Ich verstehe dieses Phänomen nicht, warum man immer auf Toilettenwände etwas schreiben muss, aber es ist tatsächlich so. Okay, dann machen wir das mal ganz entspannt. Spülen wir. Okay, und jetzt geht irgend. Wenn du die Polizei siehst, verlasse das Spiel. Aber warum? Was ist denn hier eigentlich los? Was mache ich denn Illegales? Wer kommt denn da rein? Oh. Hallo. Na? Na, mein Hübscher? Was tust du denn da? Oh nein! Ich muss wieder verpixeln, oder? Muss ich. Oh nein, ich muss verpixeln. Alter, was ist denn das für ein kleiner Lümmel, den du da hast, mein Lieber? Kann ich das auch tun? Oh ja, ich kann auch pissen! Kann ich auch rüberschiffen? Nein. Aber ich kann ihn anschauen. Hey, er schaut mich auch an. Na du? Finden wir uns sympathisch? Nein. Auch einmal. Ach, er schüchtern. Schaut mal, wie er wegguckt mit seinem kleinen Riesenpimmel. Was hat denn der für... Was ist denn das zur Hölle? Ich kann es euch, wie gesagt, leider nicht zeigen, aber... Oh mein Gott, das ist ein Pimmel aus einem Pimmel. Was hat der... Was ist denn das, bitteschön? Jetzt schaut er meinen an. Ich sehe meinen selber, aber auch... Was war denn das? Ich darf es euch ja, wie gesagt, nicht zeigen. Muss es verpixeln, aber trotzdem. Ist er weg? Oh, er schaut mich an. Und jetzt? Ach, guck mal, wir mögen uns. Oh, ja, fast. Oh, er ist schüchtern. Warte, da geht irgendwas. Ich weiß, dass es geht. Warte, komm, wir pinkeln jetzt einfach so ganz romantisch rum. Wie ist es eigentlich? Könnt ihr gerne Kommentare schreiben für euch Männern in der Toilette. Ist es nicht unangenehm, vor anderen Männern zu pissen? Und jetzt magst du nicht? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, und was passiert jetzt? Ultimative Freundschaft. Leute, ich kann es euch wie gesagt nicht zeigen, aber sein Schnippi ist. Was ist denn das? Oh mein Gott, sein Pimmel ist. Sein Pipi ist eine fleischfarbene Waffe geworden. Oh mein Gott, Leute. Das spielst du übrigens umsonst, wer es sich selber anschauen will, aber das ist schon sehr. Was zur Hölle? Er hat gehustet. Oh, er hasst mich. Oh mein Gott, da ist er. Was soll. Igitt, Leute! Nein! Nein! Leute, das Spiel ist. Igitt ist das ekelhafte Scheiße. Leute, das Spiel ist. Ich schäme mich gerade wieder, dass ich so etwas spiele. Was zur Hölle? Also es ist eine Schusswaffe und es wird tatsächlich auch eine Waffe. Was zur Hey, ich habe eine Waffe, Leute, guckt mal. Reichsrevolver. What the fuck, Mann. Deswegen sein Strollermann wurde immer mehr eine fleischfarbene Waffe und jetzt habe ich. Also, what the fuck? Was ist das für eine kranke. Also, oh Gott, das ist ja richtige kranke Scheiße. Ach du Scheiße, was war das mit der Polizei? Kommt da jetzt irgendwie. Jetzt kommt die Polizei. Wenn du die Polizei siehst, verlasse. Aber warum sollte ich die sehen? Das ist mir doch fast ein bisschen unangenehm, muss ich sagen, was da gerade geschehen ist. Vor allem, ich kann es euch ja nicht zeigen, wie es eigentlich aussieht, weil ich muss ja alles verpixeln. Aber ich glaube, ihr könnt es euch hinter der Verpixelung schon vorstellen, worum es jetzt hier ging. Obwohl, vielleicht sehe ich auch einen Polizisten und kann den auf den Pullermann schauen. Ach, da ist jetzt ein Bulle? Wie geil! Warte, das muss ich jetzt herausfinden. Ach, die haben alle Schusswaffen. Jetzt sehe ich das. Das ist alles in alles Pistolen. Aber er will nicht schauen. Moment, das will ich jetzt auch herausfinden.
Oh, er schaut mich an. Oh nein, bitte nicht. Ich will nicht schon wieder. Oh mein Gott, er hat mich gegrüßt. Puh, Leute, Hilfe. Die haben fleischfarbene Pistolenpenisse. Oh mein Gott, er ist... Oh, das ist eine Shotgun. Er hat eine Shotgun. Nein, bitte nicht. Bitte, ich will nicht. Nein. Bitte nicht. Oh nein, das ist die Bestätigung für ihn. Ich muss es nochmal tun. Oh nein, ist es ekelhaft. Das ist... Oh mein Gott. 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 Ach du Scheiße, es ist die Polizei da. Jetzt habe ich mal... Was seid denn ihr für Arschlöcher? Ach so, das hätte ich nicht machen dürfen. Jetzt haben sie mich erschossen. Mann, es ist eine unfaire Welt. Ihr seid doch... Naja, Leute, so viel zu diesem höchst gestörten Game, muss ich sagen. Ich verstehe es immer noch nicht, aber egal. Ist halt Robert Young. In der Beschreibung findet ihr die anderen Spiele, da wisst ihr, wovon ich spreche. Es ist wirklich richtig gestört. Aber nun ja, ich habe wieder mal es geschafft, ein wirklich gestörtes, verschweinertes Spiel zu finden. Whee! Dafür gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oder Tag, was auch immer gerade ist. Und genau, lasst einen Huf nach oben da. Wir sehen uns in den nächsten verstörenden Videos. Und dann sage ich wieder Ade mit Eva Schee.